Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und ja, ich entbinde mich gleich, denn ich und Darko wollen heute noch ein paar Dungeons clearen gehen. Und beim letzten Mal habe ich ein größeres Dungeon gefunden, bevor Darko auf den Server gejoint ist. Und das will ich mit Darko heute zusammen machen. So, Darko, bist du gerade da? Anscheinend nicht. Dann warten wir noch. Bauhammer werde ich nicht brauchen. Das und das. Gut. Brauchen auf jeden Fall das für die Pfeile. Das und das. Dann werden wir noch schnell ein paar Brandpfeile herstellen. Geht der ruckzuck hier drin, ne? Ja, und dann warten wir auf Darko. Ja. Wenn ich kurz weg bin, bist du wieder da. Ja, ich habe die Aufnahme auch schon an seit einer Minute. Okay. Als ich jetzt AFK war, habe ich mal wegen der Respawn-Rate der Bären geguckt. 4 bis 7 Tage brauchen die zum Respawn. Das ist halt unterschiedlich. Und wenn eine Werkbank in der Nähe ist, verlangsamt die sogar die Spawn-Rate der Bären. Okay. So, hier sind 188 Brandpfeile in der letzten Kiste, die ich neu gesetzt hatte, falls du welche brauchst. Ich nehme nochmal welche mit. Und ein Frostschutz, oder besser gesagt 2 Frostschutztränke, weil wir müssen ja dann auch noch nach Hause kommen. Ich hab meine 10 wieder. Ja, ich nehme nur 2 Stück mit. Ja. Ich nehme nur 2 Stück mit und 3 aus. Immer hin, immer zurück. Hui! Badam! Also das Portal steht auf jeden Fall noch. Oh. Oh lol, ich, warte mal. Ich hab normales Med genommen, ich Dulli. Ach, hast du auch gerade Schaden bekommen? Wie? Ja. Wir können ja hier im Eisbiom ein bisschen lang rennen, dann können wir das nebenbei noch mit aufdecken. Ja, links ist Drache. Ja, lassen. Ich glaube, der kämpft gegen den Golem gerade. Oder auch nicht. Vorsicht! Machen wir bitte. Den hat's bis hier vorne. Beide getroffen. Ja, den hat's bis hier vorne hingehauen, ey, geil. Ich würde halt wirklich interessieren, ob es hier Dungeons gibt. Auch wieder so unterirdische, damit man nicht dort auch immer Mix ziffeln muss. Das wäre ja dann richtig mies, wenn man dann unterirdisch gehen muss und dort Metz auf, also Frostschutzmittel. Das wäre dann richtig kacke. Oh, Achtung, Wölfe! Da hinten 2 Stück. Killen, oder? Nee, die sind hinter oder uns. Einfach. Die sind hinter uns. Ah, die okay. Haben uns nicht bemerkt.
Aber seitdem wir hier sind, habe ich kein Fenrir mehr gesehen. Der mich, wo ich das allererste Mal dieses Biom besucht habe, in der Nacht gekillt hat. Weil wir hier vielleicht nicht in der Nacht sind. Ja, aber ich war hier doch, wo ich den Wolf getamed habe, nachts da. So. Was? Hab ich schon gar nicht mitbekommen. Wir müssen da lang. Da ist nichts mehr aufgedeckt bei mir. Ja, wir müssen aber da lang. Deswegen, es wird bei dir wird's jetzt hier richtig schön was aufdecken. Hier ist Kupfer. Oh, okay. Mal schauen, vielleicht findet man noch ein paar Bären zum Pflücken. Wollen wir den Spawner rechts wegmachen? Nö, nö. Okay. Kriegst ja nur Samen für den Uralten. Und alles andere, was die Viecher droppen, haben wir ja schon en masse. Oh, 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 nice, 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 nice. Ich brauche nicht einsammeln, tust du. Ja, ich guck halt regelmäßig nach links und rechts. Und übersiehst trotzdem die Hälfte. Als ob ich schon die Klippe runterlunze. Warum nicht, wenn da welche sind? Außerdem, ich werde ja morgen Nachmittag ganz in Ruhe offscreen hier wieder eine Farmtour einlegen. Wäre ja nicht das erste Mal. Oh, Disteln! Warte mal. Und nicht gerade wenig. Ich muss mal kurz. Ich habe mir das jetzt mittlerweile angewöhnt, mir jedes Kupfervorkommen zu markieren. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Hier kommt es halt auch mit dem Boot richtig easy hin. Ja, habe ich gerade gesehen, da, darum. Ja, das Troll-Dungeon da lassen wir mal. Alright. Haben wir noch ein bisschen Frostschutz drin? Oh, Springen 43. Ach, Sprinten 43, okay. Ich hab Sprinten erst 30. Ich glaube, das hier hat die schon gelootet. Also ich sehe auf der Minimap schon die Punkte. Ey, dieses Speichern. Schade, dass man das nicht auf eine halbe Stunde verzögern kann. Die Speicherlecks habe ich zum Beispiel nicht. Oder ja, die selten. Die hatte ich aber auch, als ich noch alleine gespielt habe. Ist ja klar, die komplette Welt muss gespeichert werden. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Map aufmachen. Das da unten war Troll. Wir müssen in die Richtung. Oh. Ey, kannst du sehen, wie lange ich hier nicht mehr war, wie viele Bärenbüsche hier nachgewachsen sind? Holy. Oh. Karotten, Karotten, Karotten. Alles wichtig. Rechts wären Dieste. Hol ich schnell. Ja, wenn du wartest, weil sonst. Und ja, blaue Bären. Lauf da. Da. Hier kannst du wieder vergiftet werden. Der ist doch schon down. Alter, wo kommt ihr denn alle her? Ja, ich war hier halt noch nicht. Also dieses Gebäude. Etwas war noch nicht geklärt von mir. Und hier ist eine Kiste.
normale Pfeile, Federn und ein bisschen anderer Schrott. Das, was ich die brauche, lasse. Ja, aber das, was ich jetzt zum Beispiel durch die Mobs einsammle, lasse ich alles hier, das Haupt in die Kiste geschmissen, weil brauche ich ja nicht. Das Einzige, was ich wirklich wegschmeiße, ist Stein. Den Rest wird konsequent eingesammelt. So, hier müsste der Höhleneingang sein. Ja. Siehst du den grünen? Ja, Löwenzahn halt. Ja, das sah aus, als ob der grüne Punkt am Stein ist bei mir. So. So, na dann. Also hier, wo die Tür offen war, offen ist, war ich halt schon. Wir können aber gerne nochmal... Okay, da ist eine geschlossene Tür. Ja, nach wegen der Pilzen nochmal lang. Ja, das auch. Ach, hier war der Aufgang. So. Kiste ist leer. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die anderen Gänge ab, bevor wir da lang gehen, weil den Aufgang würde ich nix. Würde ich gerne mit dir dann zusammen machen. Da kommen nämlich wirklich Skelette ohne Ende runter. In irgendeiner Aufnahme hatte man das auch bei mir schon gesehen. Er ist halt wahrscheinlich oben den Spawner dann. Apropos Spawner. Müsste selbst für dich jetzt schon ein leichtes Spiel sein. Ja, ist schon lange weg. Hängt immer davon ab, wenn der Spawner in einem sehr hohen offenen Raum ist, wo ich jedoch nicht schießen kann, ist es scheiße. Dann muss ich da erstmal komplett durchlaufen. Alter, Ausdauer ist weg. Ah, hier kannst du looten die Kiste. Habe ich eh schon alles. Hier, da. Hier ist ein roter Edelstein auf dem Boden. Nicht sowas von drüber gelaufen. Der war ja nicht hier mal. Hier ist Sackgasse. Ja, normalerweise läuft man hier auch mit einer Fackel lang. Ja, aber gut. Ja, nö. Warum? So, kurz was futtern. Satt dann. So. Geist. Ja. Bin vergiftet. Das meine ich halt. Ich hab den Mob halt noch nie gesehen. Das ist halt so gesehen ein schweres Dungeon. Und hier. Warte mal, hinter uns kommt noch ein Skelett. Oh, hier ist auch ein Aufgang. Es gibt zwei Aufgänge, so wie es aussieht. Guck erstmal, dass du dein Leben regenerierst, bevor wir hochgehen. Warum habe ich jetzt schon wieder Met gegessen, ich Dulli? Übrigens, ich brauche mein Leben nicht regenerieren. Okay. Ich hab, also, es sieht vielleicht bei dir aus, nur so aus, aber ich habe 80 Leben. Grün. Weg. Wo gehen wir als erstes lang? Da oder da? Da lang, okay. Rechts ist irgendwas. Ah, irgendwas. Was ist hier drinne?
Pfeile. Ja, nehme ich mit. Ich habe die Pfeile ja schon. Ach so. Ja, gut, ich habe eigentlich... Ich nehme keine normalen Pfeile mehr mit. Weil ich mit den Feuerpfeilen lieber kämpfe. Oh. Na gut, dann nimm du die Pfeile mit. Dann brauchen wir mich. Ja. Hast du Federn? Ja, hat alles. Hast du Bernstein? Ich lege jetzt einfach mal hier alles rein. Nimm mal das raus, was du schon mit dir trägst. Alles. Okay. ja. Zweite Ebene schon geklärt. Geil. Ja, aber warte. Hier drüben geht's auch nochmal hoch. Ja, genau. Ob das eine unterschiedliche Ebene ist. Glaub Sackgasse. Und hier sind nur noch Knochen. Okay. Ja. Gut. Kann ich das auf der Map auch wieder wegmachen? Und wenn du Lust hast, also ich habe noch Aufnahmezeit gerade bei 15 Minuten. Ne? Ja, mach mal noch in zwei Dungeons, wenn du Bock hast. Ich kann auch gerne mal die Folge überziehen. Kannst du ja das ganze Gelaufe rauskappen? Ja, nö, das lasse ich alles drin. Hier sind Bären nachgewachsen. Nice, nice. Ich muss aber den ganz kurz wegmachen. So. Feuer ist davor. Hammer gemacht. Dann da ist Dunkelwald. Hey, Mr. Krautzwerg. Tschüss. Mich trifft er, weil er ausweicht. Ja. Also echt. Hallo, nee. Mr. Krautzwerg. Bleibst du stehen, du Arschloch? Sage mal! Die wir den alle nicht getroffen haben. Da ist er wieder ein Hexenviech. Noch einer! Oh, einer! Auch. Ja, jetzt habe ich zum ersten Mal Damage oder Giftschaden bekommen. Oh, geil! Das heißt aber eigentlich, dass hier auch wieder irgendwas Spawn-Technisches sein müsste. Warte mal, wir laufen gerade zurück. Wir müssten... Wieder der nächste. Wir müssten eigentlich in die Richtung. Aber da war ja ein normaler Wald. Oh, glaube ich. Da kommt dann wieder Schneeberg. Wir sind nochmal Kraut. Alter, wie viele sind hier bitte? Ja, einige würde ich sagen. Ich merk's. Ein Blaubeeren. Ich sehe die im Dunkeln gar nicht richtig. Aber hier ist halt jetzt wieder normaler Wald. Wollen wir einfach mal hier weiter rennen und gucken, was passiert? Ja, können wir den Schneeberg mal umrunden? Ist echt also noch da. Ja, Tatsache. Dann kommen wir irgendwann beim Sumpf raus. Lol. Hab einen Reh geklatscht. Und du so? Habe ich auch schon häufiger gemacht, aber wir kommen. Wir müssen dann ja theoretisch irgendwo oben beim Sumpf auskommen. Na unten habe ich den Berg schon ein bisschen umrundet gehabt. Ah nee, es ist ein anderer, der beim Sumpf. Kiste, die ist leer. Das erste Mal, dass ich eine leere Kiste finde, okay. Ich war hier noch nicht. Ja, ich jetzt in der Ecke hier halt auch noch nicht. Hast du es geklatscht? So ein Krautzwerg. Darko, jetzt bist du an Himbeeren vorbeigerannt. Die waren gerade direkt vor deiner Nase. Die sehe ich zum Beispiel nicht. Das ist bei mir auch alles unerforschtes Gebiet hier. Aber ich habe schon, also locker über 100 Leben. 101 aktuell. 102. Wo bist du eigentlich? Aber ich habe schon ewig links von dir. Da kommt ein Dunkelwald. Dungeons. Okay, dann setze ich hier einen kurzen Cut und beim nächsten Dungeon geht's weiter.
So. Okay, ich gehe schon mal ins Dungeon rein, da machst du in Ruhe die Ruine. Was? Ich habe nur was markiert. Ach so, ich bin jetzt hier schon rein. Gehe ich jetzt erst rechts rum. Mal stehen? Irgendwie realisieren die Skelette hier drinnen gerade gar nicht, dass ich da bin. Hatte ich eben auch. Hä, warum? Ach so, jetzt. Ich wollte schon sagen, ich den Pilz nicht aufheben. Also ich bin rechts rumgerannt, wenn du reinkommst. Ich sehe ja welche Tür. Da war keine Tür. Oder so. Ja, ich bin ganz. Ich bin links, wenn du reinkommst. Kiste, Federn kann ich nicht. Warum stecken sich die Pfeile nicht? Seltsam. Ich hätte gern so ein Schild, was hier an der Wand ist. Bin durch. Dann kannst du in den Mittelgang gehen. Hab ich schon. Okay. Ja, ich bin auch durch. Ike, da liegen Pfeile, falls du die noch mal warte mal ganz kurz. Ich schmeiß mal die Knochen weg, damit ich den Dingsbumskern mitnehmen kann. Wo liegen Pfeile? Irgendwo bei dem Stapel da. Wo ist hier ein Stapel? Da. Jo, 7 Stück eingesammelt. Wow, 2 Minuten 20 hat das Dungeon gedauert. War ja der Hinweg spannender. Aber ich find's. Also da ich mir das markiert habe, Ike, hier wo ich stehe, bin ich genau oder fast in der Mitte von 3 Kupferbrocken. Ja, die läuft. Alle nebeneinander hier. Aber das ist jetzt nicht Nummer 4, oder? Ne, gut. Die ist ja aus dem Film. Und ich glaube, da rechts ist auch schon, dann schon wieder Wasser. Ja, ich lasse die Aufnahme jetzt noch ein bisschen weiterlaufen. Weil hier das nächste Dungeon ist. Ich wusste das. Ich muss mal ganz kurz gucken, was kann ich denn wegschmeißen. Was hast denn du jetzt alles im Inventar? Weiß ich nicht. Ja, alles, der komplette Dungeon-Loot außer Pfeile. Bleib mal stehen. Komm mal bitte hier, ja, hierher am besten. So. Dann kannst du das nehmen, Federn hast du bestimmt auch und das. Yep. Mir kannst du zum Beispiel alle Beeren und Disteln und Karottensamen zuwerfen. Kupfer, muss ich mir gleich markieren. Kupfer. Das kannst du haben, das kannst ja, du haben. Ja, ja. Okay, mehr hast du nicht? Nein, außer gelbe Pilze, aber das ist mein normales Essen. Ja, die habe ich auch dabei. Ja. Mach du mal das Dungeon erstmal, ich markiere hier mal. Okay, markier dir ruhig. Das Dungeon hat nur 2 Türen, wo man reinkommt. Wow. Wird immer kleiner. Ich gehe geradeaus. Ja, ist echt klein jetzt. Hier liegt wieder ein Rubin. Bin fertig. Ja. Warte. Ja. Fertig.
Es muss auch mal kleine Dungeons geben. Nö, ist gar nicht so klein eigentlich. Ich habe hier noch ein paar mehr Türen. Okay, also ich bin bei mir komplett durch. Dann gehe ich raus und gucke, ob ich draußen noch ein bisschen was farmen kann, also an Bären und sowas. Du kannst in Ruhe weiter looten. Müsste jetzt die nächste Tür sein, außer da gibt es noch eine Tür, wie es jetzt ist, der Fall ist. Ah, da gibt es auch noch einen langen Gang und da gibt es nochmal eine Tür. Alter. Und wir haben den. Also, ich habe für meines Erachtens den Eisberg gleich umrundet. Ich komme gleich wieder in ein aufgedecktes Gebiet. Ja, ebenso. Ja, was heißt gleich, aber. So langsam. Und ich finde nicht mehr raus. Ich hasse das. Also, ein Weg führt auf jeden Fall nach draußen. Das ist dann der richtige. Da ist er. Oh, ich habe die Slin gesehen. Oh, nicht gerade wenig. Nee. Hier ist wieder Kupfer. Ich mach das jetzt einfach mal konsequent. Vielleicht kann man daraus ein Muster entwickeln. Irgendwann ist deine Map voll mit Punkten, Kupfer, Zink, Nickel, wisst der Geier was alles und du findest einfach mal den Hauptpunkt nicht mehr. Ich schick dir nachher mal einen Screen. Erst mache ich das auch nur bei so weiter entfernten Sachen. Mhm. Weil wenn ich schon eine Exkursion hier hinmache mit dem Boot, dann sollte es sich auch lohnen. Hier kommst du aber nicht mit dem Boot wirklich hin, Darko. Wir doch, wenn du da, wo ich gerade hinschaue, runtergehst, ist mehr. Ja, okay, da habe ich gar nicht aufgedeckt. Ich bin nur jetzt am Rand vom Dings lang, aber wie willst du da mit dem Boot hinkommen? Du weißt ja gar nicht, wie oben, wo das große Dungeon war, wie es dort weitergeht. Und diesen komischen Fluss unten bei unserer Base, den lang, den kannst du nicht fahren. Das ist zu seicht. Geht schon irgendwie. Hier, Kupfer. Das hier oben müsste Stein sein. Außerdem, da unten ist schon wieder Ozean. Ja, doch. Frag mich zwar nicht, wie man da hinkommt, ja, aber. Na gut, dort, aber wenn ich jetzt auf Richtung. Verpiss dich, du kannst. Bleib mal stehen, Darko. Dreh dich mal in Richtung Ozean. Ja. So, wenn du die Map aufmachst und von dir aus gesehen, von deinem Pfeil, der Richtung Ozean guckt, rechts guckt, dort, wo wir diese freie Fläche beim Eisberg hatten, wo das Grasland ist, du weißt nicht, wie es dort weitergeht. Dort kann es sein, dass komplett Festland weitergeht. Dann kommst du dort nicht mit dem Boot lang. Und diesen Fluss bei uns dort, den würde ich nicht fahren. Da unten sind die Steine. Weil der ist zu bescheiden. Also einen, den ich nur halb aufgedeckt habe, das ist, ja, wie du schon meintest, bei unserem Bett gibt es oben am markierten, nicht Eigentür, sondern so ein Startportal, Dingsbums. Gibt es ja so einen Fluss? Ja. Der ist zu schmal. Es gibt aber da unter unserhalb von dem Bett auch noch einen Fluss, den habe ich nicht erkundet und ich glaube, Der ist genauso. Und dann musst du halt wieder zwischen zwei Inseln lang und den Fluss habe ich auch noch nicht erkundet. Und was ich nicht weiß, weil mir das hier so extrem gerade ausschaut, was ist, wenn man am Sumpf, weil wir da nicht weiter aufgedeckt haben, geht es komplett gerade hoch, wenn man da gerade hoch weiterfährt, ob es da nicht einen Zugang gibt. Das weiß ich halt alles nicht. Ich habe alles nicht aufgedeckt. Boah, wie lange will man dann da fahren? Ey, da kommst du ja zu Fuß besser. Wie gesagt, irgendwann gibt es bei uns nichts mehr und ich glaube, wir brauchen Kupfer noch. Wo bist du jetzt hin? Ich bin einfach an der Seite vom Berg weitergerannt. Und irgendwann, ja, und hast die halben Bären liegen lassen. Dann habe ich die nicht gesehen. Ich habe aber selber noch Bären und Disteln unterwegs eingesammelt. Ich würde jetzt aber erstmal hier die Folge beenden und dann können wir erstmal ganz in Ruhe wieder nach Hause pümmeln. So, ich hoffe, euch hat die Folge bis hierhin gefallen. Das war mal keine spannende Folge. Einfach mal wieder zwei, drei Dungeons gemacht.
Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Beziehungsweise wir machen noch den hier und dann... So, bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.